Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Rechenregeln zur Matrixmultiplikation. Nachdem wir im vorigen Video gesehen haben, dass die Matrixmultiplikation etwas überraschend definiert ist, jedenfalls nicht so, wie wir das vielleicht naiv erwartet hätten, müssen wir uns jetzt fragen, gelten denn unsere üblichen Rechenregeln, die wir bei der Multiplikation aus dem Eindimensionalen kennen? Ja, da gibt es dann dieses Assoziativgesetz, Distributivgesetz, Kommutativgesetz und da müssen wir jetzt überprüfen, gelten die denn auch im Fall, wenn wir zwei Matrizen miteinander multiplizieren? Und erfreulicherweise ist es so, dass die zumindest zum Teil gelten. Und das Assoziativgesetz, das gilt einmal. Worum geht es da? Wenn ich ein Produkt hinschreibe, A mal B, dann wissen wir, wie wir das zu bilden haben. Das haben wir jetzt im vorigen Video gelernt. Wenn wir jetzt noch einen dritten Faktor dazu schreiben, a mal b mal c, dann kann man sich fragen, wie spielt diese Reihenfolge eine Rolle? Muss ich zuerst a und b miteinander multiplizieren und dann das Ergebnis dieser Multiplikation mit c multiplizieren? Oder muss ich zuerst b und c miteinander multiplizieren und dann a von links dran multiplizieren. Und das Erfreuliche ist, das macht keinen Unterschied. Und deshalb muss ich diese Klammern auch nicht setzen, sondern ich kann schreiben wie im Eindimensionalen a mal b mal c und es ist dabei eben egal, ob ich zuerst a und b miteinander multipliziere und dann von rechts c dran multipliziere oder umgekehrt, ob ich zuerst b und c miteinander multipliziere und von links a miteinander multipliziere. Und das Ganze gilt natürlich nur unter der Bedingung, dass diese Matrizen überhaupt miteinander multiplizierbar sind. Das heißt, dass also die Anzahl Spalten von A gleich der Anzahl Zeilen von B ist und die Anzahl Spalten von B gleich der Anzahl Zeilen von C. Sonst geht sich das nicht aus. Und eine direkte Folge von diesem Assoziativgesetz ist, dass man bei quadratischen Matrizen, was hieß das nochmal? Das waren n kreuz n Matrizen, also Matrizen, wo die Anzahl Zeilen und Spalten gleich ist, dass man von denen auch Potenzen bilden kann, dass man die also mit sich selber multiplizieren kann. A Quadrat ist dann a mal a und a hoch 3 ist dann a mal a mal a, wobei eben egal ist, wie man die miteinander kombiniert, ob man a² mal a oder a² rechnet, kommt in beiden Fällen das Gleiche raus. Und höhere Potenzen würden natürlich auch funktionieren. Gut, Assoziativgesetz gilt schon mal. Nächstes Gesetz, Distributivgesetz. Und das Erfreuliche ist, auch das gilt genauso, wie wir das aus dem Eindimensionalen kennen. Also wenn wir drei Matrizen A, B und C gegeben haben, so dass die Produkte a mal b, a mal c und b mal c möglich sind, dann gilt für dieses Produkt a mal die Summe von b plus c, dass das dasselbe ist wie a mal b plus a mal c. Ja, also b und c müssen die gleiche Dimension haben, damit ich sie aufaddieren kann und dann muss die Anzahl Spalten von a zu der Anzahl Zeilen von b und c passen. Dann kann ich das hier bilden. Und das heißt also, ich kann so ausklammern, wie ich das auch im Eindimensionalen gewohnt wäre. Und das gilt sowohl für die Multiplikation von links mit diesem Faktor a oder mit der Multiplikation von rechts gilt es genauso, dass ich also eine Matrix C an die Summe a plus b dran multipliziere. Auch da kann ich so auflösen, wie ich das aus dem Eindimensionalen kenne. Super. Dann kriegen wir noch ein paar spezielle Rechenregeln, die es jetzt nur für Matrizen gibt, die im Eindimensionalen nicht relevant waren, nämlich wenn man transponiert. Was war das nochmal? Das war das Vertauschen von Zeilen und Spalten in einer Matrix. Und ich kann jetzt bei einem Produkt A mal B hinterher die Zeilen und Spalten vertauschen. Das heißt, erst A mal B ausrechnen und danach transponieren. Oder ich kann zuerst A und B jeweils transponieren und dann aber in der umgekehrten Reihenfolge miteinander multiplizieren. Also aus A mal B in Klammern transponiert wird B transponiert mal A transponiert. Ich kann also das Transponieren in die Klammer reinziehen, wenn ich die Reihenfolge der Faktoren vertausche.
Eine direkte Konsequenz davon ist, dass ich was zeigen kann, was uns jetzt vielleicht sehr technisch vorkommt, aber wir in späteren Videos noch werden gebrauchen können. Und zwar die Frage, ist die Matrix A transponiert mal A symmetrisch? Was wir da überprüfen müssen, ist, ob wenn wir von A transponiert A die Transponierte bilden, ob dann wieder dieselbe Matrix A transponiert A herauskommt. Und das machen wir jetzt also einmal. Wir ziehen das transponiert in die Klammer rein. Dann ziehen wir den zweiten Faktor nach vorne und den ersten Faktor nach hinten. Und dann schreiben wir jeweils das transponiert da dran, was wir in die Klammer reingezogen haben. Und A transponiert nochmal transponiert ist dasselbe wie A. Ja, also wenn ich die Zeilen und Spalten vertausche und das nochmal mache, lande ich wieder bei meiner Ausgangsmatrix. Und das heißt, A transponiert links bleibt stehen und rechts bekomme ich A und dann sehe ich, ich erhalte genau das, von dem ich losgelaufen bin. Die Matrix A transponiert A ist also immer symmetrisch. Gut, das bringt uns nach dem Assoziativgesetz und dem Distributivgesetz zur dritten klassischen Rechenregel, dem Kommutativgesetz. Und hier gilt leider nicht das, was wir aus dem Eindimensionalen kennen. Im Eindimensionalen kann ich die Reihenfolge von zwei Faktoren vertauschen. A mal B ist dort gleich B mal A. Ob ich 3 mal 2 oder 2 mal 3 rechne, macht keinen Unterschied. Aber bei Matrizen ist das im Allgemeinen nicht so. Es gibt zwar Ausnahmen, einzelne Matrizen, die ich dann miteinander vertauschen kann und immer noch dasselbe erhalte, aber typischerweise gilt es nicht. Und es gibt auch viele Fälle, in denen das gar nicht gehen kann, weil wenn ich A zum Beispiel eine M kreuz N und B eine N kreuz K Matrix habe, dann kann ich die miteinander multiplizieren, weil ich da das Gleiche stehen habe. Wenn ich aber die Faktoren in der Reihenfolge vertausche, das N kreuz K nach vorne nehme und das M kreuz N nach hinten tue, dann passen die hier eben nicht zusammen. Also wenn das K und das M unterschiedlich ist, kann ich die gar nicht in der Reihenfolge vertauschen. Also es gibt also Matrixprodukte, wo das gar nicht geht, das Vertauschen. Und bei denen, wo es geht, wo ich also hier auch noch, wo M und K dieselbe Dimension wären, muss es aber trotzdem nicht sein, dass das Gleiche herauskommt. Das machen wir uns hier einmal an einem einfachen Beispiel klar mit zwei Matrizen A und B. Also A ist einfach 1, 2, 3, 4 und B minus 5, 2, 1, 4. Dann bilden wir einmal das Produkt von A und B und das mache ich hier, um das zu üben, nochmal mit dem Falkschema. Schreibe mir also die beiden Matrizen zunächst einmal hin. Habe also hier A und B und hier unten bekommen wir dann also A mal B heraus und das ging ja so. Wir klappen die Spalten von B an die Zeilen von A dran. 1 mal minus 5 plus 2 mal 1 ist minus 5 plus 2 ist minus 3. Dann haben wir 3 mal minus 5 ist minus 15 plus 4 ist minus 11. Dann haben wir 2 mal 1 plus 4 mal 2. Das ist 8 plus 2 ist 10. Und 2 mal 3 ist 6. Plus 4 mal 4 ist 16, ist zusammen 22. Ja, das ist dann also das Produkt, was wir für A mal B erhalten. Und dann vergleichen wir das mit dem anderen Produkt, schreiben wir uns auch wieder das Falkschema hin, um das zu üben. Minus 5, 2, 1, 4 und dann haben wir 1, 2, 3, 4. Und haben jetzt also hier B und A und hier unten erhalten wir dann B mal A. Und dann bilden wir das Produkt minus 5, ja, klappen auch hier dran, minus 5 mal 1 ist minus 5, plus 2 mal 3 ist 6, minus 5 plus 6 ist 1. Und an der Stelle sind wir eigentlich schon fertig, weil wir sehen, das ist nicht das Gleiche, machen es trotzdem noch komplett. 1 mal 1 ist 1. Plus 3 mal 4 ist 12, bekommen wir also 13. 2 mal minus 5 ist minus 10. Plus 8
ist minus 2, 2 mal 1 ist 2 und 4 mal 4 ist 16, erhalten wir also 18. Und können uns auch hier noch einmal durchklicken, haben also 1, minus 2, 13 und 18 da stehen. Und klarerweise sind diese beiden Matrizen nicht gleich. Und das ist also die Regel und nicht die Ausnahme. Bei den meisten Matrizen, die ich in der Reihenfolge vertauschen kann, kommt eben nicht das Gleiche raus, wenn ich das von links und rechts multipliziere. Das heißt, an allen Stellen, wo wir Produkte von Matrizen bilden, müssen wir genau aufpassen, dass wir da nicht aus Versehen die Reihenfolge vertauschen. Das ist etwas, was uns schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, was wir ganz automatisch machen, weil es im Eindimensionalen was ist, was wir von Kindesbeinen an gelernt haben. Aber für die Matrizen müssen wir uns das jetzt abgewöhnen. Es gibt dann einige Ausnahmen. Ein Spezialfall wäre das Produkt mit der Einheitsmatrix. Wie sah die aus? Das war im Dreidimensionalen, wäre das diese Matrix auf der Hauptdiagonalen Einsen, überall sonst Nullen. Das hat man I, die Einheitsmatrix, genannt. Und bei der ist es wurscht, wenn ich eine dazu passende Matrix von links oder rechts dran multipliziere, dann bleibt die Matrix dadurch unverändert. Also A mal I ist A und I mal A ist gleich A. Das heißt, in diesem Fall kann ich die Einheitsmatrix von links oder rechts dran multiplizieren. Das wäre dann kommutativ. Was können wir denn sonst noch mit dieser Matrixmultiplikation machen? Wir können damit zum Beispiel lineare Gleichungen hinschreiben. Wenn wir nämlich zum Beispiel eine Koeffizientenmatrix groß A haben mit m Zeilen und n Spalten und dazu einen passenden Vektor b, n Kreuz 1, also normalerweise eben ein Spaltenvektor, den wir damit beschreiben, dann können wir den sozusagen hier an jedes Element wieder dran multiplizieren, so dran klappen. Also b1 mal a11 plus b2 mal a12 und so weiter und so fort bis bn mal a1n und das ergibt mir dann das Ergebnis c1. Und das kann ich für die nächste Zeile dann auch genauso machen und so weiter und so fort. Das heißt, durch dieses Multiplizieren mit den Werten in b mache ich so eine Linearkombination, hatten wir das in einem der vorigen Videos genannt. Also wir kombinieren die Spalten von A mit Hilfe der Werte, die in B drin stehen. Und das wird nützlich sein, wenn wir zum Beispiel lineare Gleichungssysteme auflösen wollen. Machen wir das einmal für ein konkretes Beispiel, auch wieder nur zur Übung. A mal B ausrechnen. Schreiben wir uns wieder das Falkschema hin und haben dann 1, 2, 3. A mal B und hier haben wir dann stehen A mal B. Also 1 mal 1 ist 1, 2 mal 2 ist 4, 3 mal 3 ist 9, haben wir 9 plus 4 ist 13 plus 1 ist 14. Und dann haben wir 1 mal 4 plus 2 mal 5 sind wir auch bei 14, plus 18 sind wir bei 32 und so weiter. Ja. Die Lösung des Produkts der Matrix A mit dem Vektor B ist also auch wieder ein Vektor mit den Einträgen 14, 32 und 50.